Sie ist für jeden, der Schieles Werk kennt und sich hineingefühlt hat, und das ist schwer beim Schiele, eine absolute Perle. Die Auseinandersetzung mit Kunst ist quälend. Die Auseinandersetzung mit Kunst ist das Schönste, Belebendste, Irritierendste, Verstörendste, Befruchtendste, das es wohl überhaupt gibt. Ich kann mich noch erinnern, bei der Gründung haben wir mal gesagt, wir sind der Mittler zwischen Kunstliebhabern. Jeder von uns hat ja auch zu Hause Kunst und weiß daher, wo die Bedürfnisse ihrer Kunden liegen. Es eint uns alle drei wirklich diese Hingabe dafür, Kunst gut weiterzubringen. Das machen wir eigentlich jetzt seit 18 Jahren und ich habe wirklich das Gefühl, es wird von Jahr zu Jahr besser. Wir kommen immer her, wenn wir in Wien sind, weil das einfach schöne Sachen sind, die man da sieht. Ich finde eine ganz tolle Veranstaltung mit vielen wunderbaren Bildern und Highlights. Man kann da sehr viel hineininterpretieren. Eigentlich möchte man es gleich kaufen. Das Kinski wirklich ein ganz besonders geschmackvolles Auktionshaus. Feinstes Silber, schöne alte Bilder und vor allem auch die Moderne. Und ich finde, dass vor allem das Kinski für die Moderne steht. Und da geht es ja auch hoch, nicht? Also wenn Sie die heutigen Preise sehen. 300.000, 350.000 sind gewollt. Ich würde nicht sagen, dass das Auktionshaus im Kinski etwas anders macht als die anderen, nur besser. Wir bemühen uns einfach intensiver, wir setzen uns mehr ein. Also ich habe bis jetzt nur hervorragende Erfahrungen gemacht, es funktioniert wunderbar, es ist sehr persönlich und man kann auch oft außerhalb der Zeiten was besichtigen, wenn man will und wenn man anruft. I am not a big buyer myself. But I buy for the biggest people in the world. I trust them so much that I give them open bits, like buy me this picture, with no limit. I do that very often, and I'm very proud to say I know, I trust them, they will take care of my interests. Wir haben eine ganz schlanke Organisation. Jeder sieht, dass jeder jeden kennt und mit jedem gewohnt ist, zusammenzuarbeiten. Und diese heutige Aktion ist absolut ein Höhepunkt in der Geschichte des Kinski, das möchte ich schon betonen. Das habe ich auch dem Einbringer gesagt. Ich habe gesagt, wir machen das besser als dieser Großbetrieb. Bei dem ist dein Bild 1 von 50, bei uns ist es 1 von 1. Wir machen rund um dieses Bild eine Riesenshow, wir machen rund um das eine Spezialauktion. Das können wir besser als die anderen. Ja, das war eine lange Geschichte, bis das endlich dann geklappt hat und wie dann das Bild im Auktionshaus wirklich in unseren Händen war, war das grandios, dieses Erlebnis. Sehr glücklich, dass der Termin immer näher rückt und sehr positiv gestimmt. Tage davor eine unglaubliche Anspannung mit unseren Eröffnungen. Also im Prinzip machen wir immer eine Vernissage vor einer Auktion. Was wir sicher nicht immer machen, ist dieser zweite Termin, wo wir eine Einladung gemacht haben zu einem Essen, zu einem Vortrag, den der Dr. Schröder gehalten hat über dieses Bild. Ich habe überlegt, warum Sie heute Abend gekommen sind.
gibt mehrere Möglichkeiten, vielleicht wegen des Skilab. Ich nehme an, um sich die Essenskosten zu sparen, denn wenn ich an Ihrer Stelle war, würde ich auch alles tun, um keinen Groschen mehr auszugeben, alles zusammenzukratzen und mithalten. Prozession, 1911. Was ist das für ein Jahr, 1911, der synthetische Kubismus, Fläche, radikale Flächigkeit des Bildes anstelle eines Illusionismus, eines Raumbildes, in dem man spazieren gehen kann. Prozession mit drei Figuren, mit zwei Figuren würden Sie jetzt sofort einwerfen, aber zu Recht lesen Sie überall von der dritten und wenn man genau schaut, entdeckt man sie ja auch und wenn man ganz genau schaut, entdeckt man sogar die vierte. Was steht hinter diesen, wie ich sie genannt habe, zuerst existenzialistischen Bildern, ein Begriff, der mir angesichts dieses Meisterwerks viel lieber ist, als das Frühexpressionismus in Wien zu nennen. Natürlich steht im Frühexpressionismus so etwas wie in Wien Psychologie, Psychoanalyse. Es ist zuallererst, vor allem einmal, die Stadt Sigmund Freuds, die Egon Schiele hier malt und dessen Erkenntnisse er Gestalt werden lässt. Meine Damen und Herren, ich darf mich kurz fassen, das Buffet ist eröffnet. Am Sonntag eine Sonderbesichtigung mit einem Brunch, sodass auch die Leute, die unter der Woche arbeiten müssen, dass die auch noch die schönen Bilder anschauen können. Wir haben immerhin 84 Meisterwerke. Wie ganz am Anfang über dem Saal so ein Gebrause lag, wusste ich schon, ist ein gutes Zeichen. 100.000 Zuzeiten und 100.000 Umdrehungen. Es war der Wunsch des Fernsehens, dass heute nicht mit dieser kleinen Glocke, mit der wir sonst arbeiten, gearbeitet wird. 2 Millionen Sensor. 2 Millionen Sensor. 175.000. Besondere Erlebnisse in der Auktion sind dann solche wie zum Beispiel das Pferd, das Elfenbeinpferd, das wir überantwortet bekommen haben aus Privatbesitz mit einem Schätzpreis von 15.000 Euro. Also das Pferd war richtig super. Vor allem, weil ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt habe, die hören nicht auf. 76.000, 78.000, 100.000 sind geboten, 200.000. Wer hat das gesagt, ein Königreich für ein Pferd? Meine Damen und Herren, bringen Sie uns bitte Pferde in die Auktion. 235.245.000 zum Dritten, ich gratuliere. In den Schluss hin, wo dann die Klimts und die Schieles gekommen sind, da habe ich gemerkt, ganz bewusst atmen, cool bleiben. Und 350.000 für 21 zum Dritten, ich gratuliere. Katalog Nummer 84, Egon Schiele, Prozession 1911. Wir starten mit 2 Millionen Euro Sensal. Doch habe ich bis zum Schluss gezittert. Der dreiminütigen Versteigerung war natürlich unheimlich spannend. Wenn man ja vor der Auktion wirklich nicht weiß, was passiert. Man weiß es nicht. 2.900.000 ist der Zahl. 3.250.000. 3.250. 3.500.000. Zum Ersten. Zum Zweiten. Zum Dritten. Ich gratuliere. Meine Damen und Herren, wenn Sie noch eine Sekunde Zeit haben, dann sage ich Ihnen, was dieser Schiele brutto kostet.